Yo, was geht ab Leute? In diesem Video habe ich einen weiteren Solo Money Glitch in GTA 5 Online, mit dem ihr ziemlich viel Geld machen könnt. Viele von euch wollten einen Anfänger Glitch und genau in diesem Video habe ich einen Glitch, den ihr ohne alles in GTA 5 Online machen könnt. Also bleibt aus diesem Grund unbedingt bis zum Schluss dran und genießt dieses Video. Ich wollte mich aber zunächst bei euch bedanken für den krassen Support, denn beim Gewinnspiel von der letzten Woche haben richtig viele von euch mitgemacht und dort teilgenommen. Danke auf jeden Fall an euch für den Support, deswegen gibt es natürlich immer etwas zurück und wenn ihr ein weiteres Gewinnspiel haben möchtet, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, kann auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder passieren, erstmal auf jeden Fall ein bisschen Pause und dann werden wir mal schauen, was wir in der nächsten Zeit noch so verlosen können. Okay Leute, und in dem Sinne würde ich sagen, das Gewinnspiel wird in den nächsten Tagen ausgelost. Ich warte jetzt noch ein, zwei Tage und danach werde ich das Ganze schon bekannt geben. Folgt mir deswegen unbedingt auf Instagram, dort heiße ich marco.tmvc und dort werdet ihr am schnellsten sehen, wer gewonnen hat. Aber alternativ werde ich das Ganze natürlich auch in einem Video einblenden, welche zwei Gewinner bei diesem Gewinnspiel dann gewonnen haben. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, kommen wir mal nun zum eigentlichen Video. Denn falls ihr jetzt direkt Geld in GTA 5 Online haben möchtet, dann schaut unbedingt in der Videobeschreibung bei meinem Mod A7 Mods vorbei. Dort gibt es nämlich die besten und sichersten Unlock-Olds für GTA 5 Online und außerdem gibt es Money Booster für PlayStation 4, für Xbox One und für den PC. Und wenn ihr dann durch so einen Money Booster erstes Geld habt, dann könnt ihr danach meine Glitches nutzen und somit unendlich viel Geld in GTA 5 Online bekommen. Und falls ihr über meinen Namen bestellt, dann habt ihr einen kleinen Bonus, denn dann bekommt ihr eure Dinge früher als normal, da die Bestellungen durch meinen Namen bevorzugt werden. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, kommen wir mal nun zum eigentlichen Glitch. Denn das Ganze ist hier ein Glitch, den ihr schon kennt, und zwar der Pferderennen-Glitch. Allerdings hat Rockstar Games diesen Glitch komisch gepatcht, denn im Prinzip funktioniert dieser Glitch genauso, wie ich es im vorherigen Video schon gezeigt habe. Allerdings gibt es hier eine kleine Änderung, denn wenn ihr mit diesem Glitch dreimal gewonnen habt und Geld bekommt, dann werdet ihr aus der Lobby geschmissen. Aber das Ding ist einfach, dass es einfach komplett egal ist. Wir können das Ganze danach einfach wiederholen, danach nochmal wiederholen und wirklich immer noch einmal machen. Ich werde auf jeden Fall euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert und danach zeige ich euch eine Methode, wie ihr nicht gekickt werdet, aber da bekommt ihr dann nicht so viel Geld wie bei der eigentlichen Methode. Also let's go mit dem heutigen Glitch. Denn dafür begebt ihr euch zunächst in das Casino und hier müsst ihr ganz einfach zu den Pferderennen hin und hier das Ganze einfach mal bestätigen. Hier habt ihr jetzt nämlich 6 verschiedene Pferde und bei den letzten 3 Pferden bekommt ihr mehr Geld, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dort geringer, dass diese Pferde gewinnen und bei den ersten 3 Pferden bekommt ihr etwas weniger Geld, allerdings werden diese Pferde öfters gewinnen. So Leute, und der Glitch sieht wie folgt aus. Wir müssen jetzt nämlich einfach ein Pferd auswählen und danach einfach mit dem Cursor auf dem rechten Pfeil gehen, damit das Ganze hier gelb ist. Und ganz wichtig Leute, das Ganze funktioniert nur auf der PlayStation 4 oder auf dem PC, auf der Xbox leider nicht. So, aber ihr müsst jedenfalls auf der PlayStation jetzt einfach mal mit dem Touchpad weitermachen. Ihr müsst einfach euren Finger oben vom Touchpad platzieren und danach das Ganze eindrücken. Sobald ihr dann nämlich 200 Coins gesetzt habt, könnt ihr ganz einfach das Ganze gedrückt halten und zwar die ganze Zeit und mit eurem Finger ganz einfach nach unten scrollen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr das Touchpad die ganze Zeit gedrückt haltet, damit das Ganze wirklich funktioniert. Und somit wird das Pferderennen starten und im Hintergrund habt ihr 200 Coins gesetzt, allerdings wird das Ganze jetzt hochgehen auf 10.000, aber die müsst ihr nicht bezahlen. So Leute, und wie gesagt, Touchpad Ganze gedrückt halten, bis das Pferd ungefähr in der Mitte ist, dann könnt ihr das Ganze wieder loslassen und dann bekommt ihr schon das maximale Gewinn. Und in meinem Fall hat hier mein Pferd jetzt gewonnen, ich habe das erste ausgewählt und somit habe ich hier 50.000 Chips gewonnen. Umgewandelt sind das dann 50.000 GTA Dollar und das wirklich in ein paar Sekunden Leute. So Leute, und ich zeige euch auf jeden Fall jetzt direkt den nächsten Versuch, wo ich gewonnen habe. Und zwar habe ich hierfür das zweite Pferd ausgewählt und ihr müsst ganz einfach mit dem Cursor wieder auf dem rechten Pfeil raufgehen und mit dem Touchpad weitermachen. Wir müssen mit unserem Finger jetzt nämlich oben auf dem Touchpad das Ganze drücken und wenn dort 200 Coins stehen, dann müssen wir einfach mit unserem Finger nach unten scrollen und dabei das Touchpad gedrückt halten.
Und jetzt müssen wir das Touchpad die ganze Zeit durchdrücken, bis das Pferd ungefähr in der Mitte ist und dann können wir das Ganze loslassen und in dem Fall habe ich wie gesagt auch gewonnen. Und ich zeige euch halt jetzt, was passiert, wenn man bei diesem Glitch dreimal gewonnen hat. Und ich habe jetzt hier auf jeden Fall 40.000 Dollar bekommen und das ist hier auf jeden Fall eine stolze Summe, die man mit diesem Glitch machen kann. So, und beim nächsten Versuch habe ich jetzt hier das erste Pferd ausgewählt und ich zeige euch jetzt eine Methode, wie ihr nicht gekickt werdet. Denn wenn ihr das Ganze direkt so macht, dass wenn ihr auf 2000 Coins geht und diesen Glitch so durchführt, dann werdet ihr später nicht gekickt. Und hierfür müsst ihr ganz einfach wieder auf dem rechten Pfeil gehen und dann das Touchpad durchdrücken und danach nach unten scrollen und die ganze Zeit gedrückt halten. Und Leute, in dem Fall werde ich aber gekickt, da ich das Ganze davor halt schon mit den 100 Dollar gemacht habe. Aber ich würde euch empfehlen, diese Methode nicht zu nutzen, denn hierbei verliert ihr immer 2500 Coins und das ist auf jeden Fall nicht so geil. Aber wie ihr jetzt seht, hat mein Pferd gewonnen und somit werde ich direkt aus dieser Lobby rausgeschmissen. Hier bekommen wir dann nämlich die Meldung, beim Betritt zur Sitzung ist ein Fehler aufgetreten und das Ganze müssen wir einfach bestätigen. Sobald ihr das Ganze nämlich bestätigt habt, werdet ihr in dem Story-Modus gespawnt und hier müsst ihr ganz einfach eine neue Sitzung nur für Spieler mit Einladung suchen. Und sobald ihr dann hier ankommen seid, könnt ihr dann wieder zu den Pferderennen gehen und das Ganze einfach mal bestätigen. Und jetzt zeige ich euch direkt, dass ich mit diesem Glitch weiter Geld machen kann. Denn in dem Fall habe ich das erste Pferd ausgewählt und diesen Glitch noch einmal wiederholt. Einfach mit dem Cursor auf dem rechten Pfeil dann das Touchpad durchdrücken und mit eurem Finger nach unten scrollen. Somit werdet ihr nämlich 200 oder 300 Coins gesetzt haben und bekommt später das maximale Payout. Und wie gesagt, jetzt die ganze Zeit Touchpad gedrückt halten und in meinem Fall hat jetzt mein Pferd gewonnen. Und somit habe ich dann jetzt bei der Runde 50.000 Coins gemacht. Und das könnt ihr jetzt in dieser Lobby wieder dreimal machen und wirklich viel Geld machen. Und Leute, eine ganz wichtige Sache, wenn ihr beim dritten Mal dann einfach aus der Lobby gekickt werdet, dann bekommt ihr immer noch das Geld. Denn wenn ihr dann in der neuen Lobby spawnt, dann habt ihr halt das Geld, was ihr dort gewonnen habt und somit könnt ihr wirklich diesen Glitch so nutzen und unendlich oft wiederholen. Ich hoffe, das Ganze hat euch jedenfalls gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann zeige es mir unbedingt mit deinem Daumen nach oben. Und in dem Sinne würde ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr weiter zu verpassen. Und teilt dieses Video unbedingt an euren Freunden. Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.